Hallo und herzlich willkommen zur Screentime Kinovorschau für die Filme ab den 14. Oktober. Und welche Filme uns am meisten begeistern konnten und auf unsere Top 3 gelandet ist, ja, das schauen wir uns direkt mal an und danach gucken wir einfach mal, was sonst noch so startet. Michelle ist heute leider verhindert, deswegen sind nur wir beide jetzt da, aber das geht genauso gut. Und Nils, was ist denn jetzt bei dir auf Platz 3 gelandet? Also da ist es mir dann doch relativ schwer gefallen, weil es gab mehrere, die hätten Platz 3 werden können. Ich habe mich jetzt am Ende entschieden für Resistance, Widerstand, mit Jesse Eisenberg. Okay, der ist auf mir bei Platz 2. Oh, interessant. Der ist bei mir auf Platz 2 gelandet. Also ist Zweite Weltkriegsdrama offensichtlich eine wahre Geschichte. Ich habe jetzt den Trailer nicht gesehen, deswegen fällt es mir irgendwie relativ schwer, mir vorzustellen, was da passiert. Weil dieser Typ ist scheinbar Pantomime, den Jesse Eisenberg spielt. Und er rettet mit der Pantomimenausbildung Waisenkinder, deren Eltern beim Holocaust gestorben sind. Mir ist nicht so ganz klar, wie er das macht. Hast du den Trailer gesehen? Ich habe den Trailer gesehen, aber da wird es auch nicht so ganz ersichtlich, wie er das jetzt mit seiner Pantomime-Ausbildung macht. Also ich habe jetzt, das beruht ja auch auf einer wahren Begebenheit, den Marcel Marceau oder wie der heißt, den gab es ja wirklich. Aber aus den Texten habe ich jetzt auch nicht so wirklich gesehen, dass er jetzt mit seiner Pantomime-Ausbildung irgendwas macht, sondern er hat halt in verschiedenen Bereichen mitgeholfen. Er hat Pässe gefälscht und hat dann hier, weil er Englisch konnte, sich mit der US-Army dann in Verbindung gesetzt und sowas. Der Trailer suggeriert eigentlich erstmal, okay, das spielt noch vor Besetzung Frankreich. Und er nimmt sich dann halt den Judenwaisen halt an und kümmert sich halt so ein bisschen um die oder versucht ihn ein bisschen, zumindest mit seiner Pantomime, ein bisschen aufzuheitern. Und dann kommen halt die Nazis, überfallen halt dann Frankreich und er tut sich dann der Resistance halt dann anschließen. Aber da dann weiter mit seiner Pantomime dann irgendwie was macht, wo ich mich auch frage, was willst du da großartig machen, gegen die Nazis mit Pantomime vorgehen, ist halt ein bisschen schwierig. Das weiß ich leider nicht, aber ist trotzdem eine interessante Story, die mich interessieren würde. Vielleicht erfahren wir dann endlich, was er dann alles gemacht hat. Also worüber ich auch gestolpert bin bei dem Film, ist Matthias Schweighöfer als Gestapo-Chef. Wo ich ehrlich sagen muss, kann ich mir jetzt noch nicht so richtig gut vorstellen, weil ich finde, Schweighöfer ist ja immer eigentlich eher so der nette Sunny Boy, deswegen passt das erstmal gefühlt gar nicht. Also da bin ich gespannt zu sehen, wie er das macht. Ja, hat man den Trailer jetzt auch nochmal kurz gesehen. Er hat da einen Satz gesagt und fertig war. Also da kann man jetzt auch noch nicht so wirklich draus schließen, wie er dann im Film wirklich rüberkommt. Aber du hast recht, also Matthias Schweighöfer hat man selten eher in den bösen Rollen. Ja, also klingt ganz interessant, mal wieder vor historischer Kulisse. Aber ab und zu kann man das ja auch mal machen, auch wenn ich sonst immer mecker darüber. Du magst ansonsten diese ganzen Kriegsdramen, findest du aber super toll. Ja, es ist halt meistens zu viel, aber Jesse Eisenberg ist auch jemand, den sehe ich echt gerne. Ja. Ja, doch. Ja, und dann hast du halt jetzt mal, okay, nicht das besetzte Nazi-Deutschland, sondern, was heißt das, also nicht Nazi-Deutschland, sondern halt Frankreich, aber ja. Kann man machen. Was hast du denn auf der 3? Ich habe auf der 3 ein deutscher Film. Und zwar ist es Fly. Ein Film, bei dem die Story, glaube ich, kackegal ist. Es geht nämlich um die 20-jährige Bex, die dann halt irgendwie im Gefängnis landet und damit sie dann halt irgendwie vergünstigte Verbesserungen bekommt, also mehr Ausgang und sowas, muss sie sich dann halt so eine Resozialisierungsmaßnahme da ergreifen. Und das ist dann halt so ein Tanzkurs. Und die machen dann halt so, ja, ich weiß nicht, also der Trailer sieht so Art aus wie, ja, wir gehen Richtung Step Up oder Street Dance oder sowas, dass sie dann halt so ein bisschen Choreografie und sowas dann lernen und dann halt irgendwie was Cooles machen. Also bei den Filmen kommt es mir auch weniger auf die Story drauf an, weil die ist 0815 scheißegal. Es ist aber bei den meisten Tanzfilmen so, dass die Story scheißegal ist, sondern da geht es halt eher um die Action, ich will halt die coolen Tanzmoves sehen. Also das überrascht mich jetzt ein bisschen, weil bei mir war es echt so, ich habe halt das gelesen, was hier steht und habe mir gedacht, ja ganz ehrlich, das ist doch hier Step Up oder irgendwie sowas in die Richtung und direkt weitergeblättert, deswegen überrascht mich, dass dich das interessiert. Stehst du so auf Tanzfilme?
Ich finde die eigentlich cool. Also jetzt weniger die Story, weil die ist scheißegal bei dem Ding. Also ich glaube, der ganze Trailer verrät auch komplett die Story schon und du weißt auch schon, wie das Ding ausgeht. Ist wurscht. Also es ist halt wie bei so Actionfilmen oder wenn du einen Fast and the Furious siehst, ist der auch scheißegal, wie die Story ist. Du willst halt die Action sehen. Und ja, ich finde eigentlich Step Up und Street Dance habe ich eigentlich sehr gerne angeguckt, weil ich teilweise schon sage, Respekt, also nicht verkehrt, sieht cool aus, würde ich nicht hinkriegen. Interessant, also ja, das juckt mich ehrlich gesagt wenig. Also ich fand ja zum Beispiel aber, ich fand ja zum Beispiel Dirty Dancing gut, aber das Tanzen da drin hat mich halt komplett nicht interessiert, sondern alles andere. Man muss ja auch sagen, bei Dirty Dancing ist das Tanzen ja auch ein bisschen eher Beiwerk. Also es ist der Aufhänger quasi der Story, aber es geht jetzt nicht 80% ums Tanzen, sondern eher um die Beziehung zwischen den beiden. Ja, ich, wie gesagt, ich stehe nicht so auf Tanzfilme. Ich stehe aber auch nicht auf Musicals und sowas. Also es ist mir irgendwie, weiß ich nicht. Okay. Und ich hoffe ja natürlich, dass bei Fleiß dann andersrum ist, dass sie halt 80% tanzen und 20% nur die Story Beiwerk ist, weil das wäre ansonsten ziemlich schade. Okay, dann, gut, dann sind wir schon bei dir. Platz 2. Habe ich mich entschieden für Last Duel. Oder heißt er? Ist ja geil. Heißt er auf Deutsch anders? nee, der heißt so, aber... Den hast du auf 1, oder? Ja, den habe ich auf der 1, ja. So sieht's aus. Genau, also... Ridley Scott, habe ich Bock drauf. Ridley Scott, eine Frau behauptet quasi... Irgendein Ritter, ist doch ein Ritter, oder? Ja, es sind alles Ritter. Alles sind Ritter und die behauptet, der hätte sie vergewaltigt und Ben Affleck entscheidet dann, nee, das hat die sich nur eingebildet. Und dann kommt es offensichtlich zu diesem, so, also im Prinzip was ich aus Game of Thrones kenne, nämlich Kampf auf Leben und Tod und der Gewinner hat Recht. Ja. Ja, es geht ja hier um die, oh Gott, Namen kann ich nicht aussprechen, Marguerite, ist da einfach Marguerite, Marguerite, keine Ahnung, wie ausgesprochen. Die beschuldigt halt Jacques, sie vergewaltigt zu haben, geht dann zu ihrem Mann und der sagt, okay, der bringt die Klage seinen Fürsten vor, gespielt von Ben Affleck, also da ist ja da alle möglichen Leute drin, Matt Damon, ja. Ben Affleck, Adam Driver. Der versteht sich aber relativ gut mit dem Beschuldigten, deswegen macht er da erstmal gar nichts. Man sagt dir, ach nee, das hast du dir bestimmt eingebildet, weswegen die dann zum König gehen und sagen, ey, ich will jetzt dieses Duell haben, um das zu klären. Und das ist halt so eine Sache, weil wenn die das Duell verlieren, dann wird sie ja beschuldigt, okay, du hast jemand eine falsche Anschuldigung gemacht, ja. Und landest auf den Scheiterhaufen. Das ist auch sehr gut. Also es geht da um sehr viel eigentlich. Also wenn ein Mann verliert, ist die Frau eigentlich auch hops. Weil die dann direkt wegen falscher Anschuldigung auf den Scheiterhaufen verbrannt wird. Basiert auf einem Buch, was ich nicht kenne, aber muss auch nichts heißen. Und was scheinbar auf einer wahren Begebenheit basiert. Also ich hab vorhin oder neulich, weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie was gelesen. Oh Gott, der Gedanke ist weg. Ich weiß, mit einem Satz hat er mich verlassen. Was habe ich denn da gelesen? Sowas gibt es ja. Ach so, genau, das ist quasi das letzte Duell in Frankreich war, was nach diesem, also wo so ein Duell als Richtspruch quasi genutzt wurde. Ja, das war wahrscheinlich irgendwie so eine alte Tradition, hat wahrscheinlich seit x Jahren keiner mehr genutzt und sie kommt jetzt an und sagt, ey, da war doch was, das ist noch in Kraft, das will ich jetzt nutzen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Also ich habe den Trailer gesehen, der sah schon echt geil aus. Also das sah schon ziemlich atmosphärisch und cool aus. Ich muss sagen, ich frage mich halt, wie kriegt Ridley Scott 153 Minuten voll mit dem Plot? Also da bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen skeptisch, ob das nicht dann so relativ ereignislos vor sich hin plätschert. Ich weiß jetzt nicht, also die werden sie wahrscheinlich jetzt nicht 150 Minuten lang nur um das Duell sich drehen, sondern wahrscheinlich Intrigen im Hintergrund, die dann noch gesponnen werden, um vielleicht, das Duell wird ja wahrscheinlich auch nicht direkt ausgeführt, dass er sagt, okay, wir machen das Duell, links, rechts, auf geht's, sondern die werden wahrscheinlich ein bisschen Vorbereitungszeit haben und dann irgendwie versuchen natürlich ihre Position irgendwie zu stärken. Keine Ahnung wie, aber habe ich Bock drauf. Jo, also ich denke mal, da macht man jetzt auch nichts verkehrt, alleine schon bei der Besetzung. Ich finde, Adam Driver hat in meinen Augen auch noch keinen Scheißfilm gemacht. Ist also immer ein gutes Zeichen, wenn der irgendwo dabei ist. Ist halt so die Frage, ob man jetzt Dawes noch dazu zählt. Ja, okay. Ja, wobei, seien wir mal ehrlich, so wenig mir die neuen Star Wars Filme auch gefallen, mega scheiße sind sie ja nicht. Es sind ja trotzdem ganz unterhaltsame Filme.
Es war jetzt kein Mega-Flop, aber man hätte sie auch nicht unbedingt gebraucht. Ja, das, man muss auch sagen, Kylo Ren war jetzt auch nicht die bescheuertste Figur da drin. Nö, so. Den fand ich gut. Also muss ich auch sagen, Kylo Ren war eine der interessanteren Figuren. Deswegen, Adam Driver kriegt auch einen Daumen hoch. Ich weiß gar nicht, mit Damon, wann habe ich das letzte Mal mit Damon auf der Leinwand gesehen? Oder Ben Affleck, was habt ihr das letzte gemacht? Also ich glaube, Ben Affleck hat nach Justice League, ist er ja erstmal in den Zug gegangen, wegen Alkohol. Und danach hat er so einen gemacht, wo es auch um Alkoholiker ging, aber ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Also das war quasi dann so ein Film über ihn selber quasi. Aber ich ja, sind, müsste ich mal gucken, warte mal. Sind halt nicht mehr die Leute, die man ständig auf der Leinwand sieht. Zurzeit hast du ja hier drei Poster hängen und überall ist Ryan Reynolds drauf, was weiß ich, und die laufen alle gleichzeitig und denkst du so, spielt der denn überhaupt, also wo spielt der denn nicht mit? Und dann hast du halt Leute, wo du denkst, okay, von denen habe ich ja seit Ewigkeit nichts mehr gehört. Wo waren die denn zuletzt? Also Matt Damon habe ich neulich nochmal gesehen in so einem Trailer von einem Film, da spielt er irgendwie... weiß ich nicht, irgendwie so ein Typen aus Texas, ich weiß nicht, ob der auch Kriegsveteran ist oder so, und seine Tochter wird hier in Europa angeklagt wegen Mordes. Stillwater. Ja. Stillwater, den hatten wir schon mal besprochen gehabt, ja. Den habe ich ja leider nicht sehen können, weil er bei uns im Kino nicht läuft, aber der sah auch cool aus. Ja, auf jeden Fall. Okay, aber Last Duell sind wir uns einig, dass das jetzt nicht die schlechteste Wahl der Woche ist. Ja. Das stimmt wohl. So, jetzt brauchen wir bei mir gar nicht mehr zu machen, weil Platz 1 ist ja auch schon durch. Was hast du denn jetzt noch auf Platz 1? Ich habe mich entschieden... Jetzt bin ich gespannt. ...für einen Film, bei dem ich beide Hauptdarsteller sehr, sehr gerne mag. Darf ich raten? Bitte? Du hast Supernova auf Platz 1. Korrekt. Hm. Und zwar spielen Colin Firth und Stanley Tucci ein Pärchen... Einer von beiden, ich glaube Stanley Tucci genau, hat Demenz und die beiden machen quasi eine Reise durch England und das Ziel ist im Norden Englands, wo Colin Firth aufgewachsen ist und wo die beiden sich kennengelernt haben und da soll es ein großes Fest geben. Da fahren die hin. Ja, und ich muss sagen, mir gefällt daran zum einen mal, dass die scheinbar das machen, was ich immer gut finde. Die sind zwar homosexuell, aber das ist nicht das, was exponiert wird in der Story. Sondern es geht um ein Liebespaar, wo einer von beiden dement wird. Ja, und wie gesagt, Colin Firth und Stanley Tucci sind in meinen Augen beide super Schauspieler. Und das reicht mir dann schon, um zu sagen, okay, da habe ich noch ein bisschen mehr Bock drauf. Gerade auch, weil mich solche Demenzdramen auch immer irgendwie interessieren. Da habe ich noch ein bisschen mehr Bock drauf als auf The Last Duel. Okay, ja. Also das war einer der Filme, die ich mir dann natürlich auch, das landen ja nicht alle in der Top 3, aber es gibt da so Filme, wo du denkst, okay, klingt eigentlich auch gut, was nehme ich denn jetzt auf die 3 oder so? Und, ja, das war auch so einer, weil einige den schon gesehen haben. Mhm. Der lief schon mal in der Originalversion in der Sneak, aber mein Englisch ist ja kacke, deswegen habe ich den nicht gesehen, aber die Bewertungen danach waren schon relativ hoch. Ja. Also, sie haben schon gesagt, so, das ist schon so ein Film, da kannst du da auch ein paar Taschentücher einpacken und sowas. Also da geht auch emotional ziemlich dran. Und das kann ich mir bei den Themen auch ganz gut vorstellen. Und der ist jetzt für mich auch nicht uninteressant, aber er hat es halt nicht ganz auf die 3 geschafft, weil ich lieber die Typen tanzen sehen wollte. Und keine Ahnung, ich gehe halt davon aus, dass es halt eher ein bisschen ruhiger Film ist, weil es eher um die Reise geht, um die Beziehung zwischen den beiden und wie er jetzt auch mit seiner Demenz umgeht. Weil er merkte wahrscheinlich auch irgendwann, okay, da stimmt was nicht und was mache ich jetzt eigentlich? Und das hat dann den Ausschlag gegeben. Ich wollte halt mehr Action dann in Tanzchoreografie sehen als jetzt das. Deswegen ist es ja quasi so auf meinem Platz 3,5 so darum. Aber auch sehr interessant. Also ich muss ehrlich sagen, was da auch noch mit reinspielt ist, ich habe diese Woche einen Film mit Colin Firth geguckt und habe da auch wieder festgestellt, wie gerne ich den eigentlich sehe. Ja, auch das hat so ein bisschen den Ausschlag dann hier in die Richtung gegeben. Ja, cool. Dann sind wir ja schon mit der Top 3 durch. Das ging ja ratzifatzif, weil wir ja ziemlich ähnliche Filme dann irgendwie in die Top 3 gepackt haben. Gab es da noch einen Film, wo du sagst, okay, da war ich mir nicht ganz sicher, nehme ich den jetzt noch mit auf oder nicht? Also es gab zwei, wo ich kurz mal überlegt habe. Und zwar, der eine ist eine Doku, eine einsame Stadt.
die sich halt damit beschäftigt, wie Digitalisierung dafür sorgt, dass man immer weiter isoliert ist von anderen Menschen, obwohl man sich ja eigentlich auch auf große Entfernung nahe sein kann. Finde ich ein ganz interessantes Thema, ist auch mitproduziert von Arte anscheinend, also wird bestimmt sowas sein, was man auch um 20.15 Uhr bei Arte gucken könnte. Aber an sich kein uninteressantes Thema. Und das andere was? Ja, sorry, dann sag das war auch so eine Doku gewesen, Entschuldigung, das war auch so eine Doku gewesen, wo ich denke, okay, meistens sehen wir hier Doku und dann denken wir, Doku, weg. Brauchen wir nicht. Also 80% der Dokus, die hier meistens vorgestellt werden, brauchst du einfach nicht, vor allem nicht ins Kino. Das ist so eine Doku, gut, die brauche ich jetzt auch nicht im Kino, aber wo ich mir auch denke, so, das ist eigentlich ein interessantes Thema. So, die Vereinsamung eigentlich in einer großen Stadt, wo eigentlich 5000 andere Leute sind, aber du dann trotzdem dich alleine fühlst, weil einfach viel mehr eigentlich über Social Media etc. gemacht wird oder man sich einfach nicht mehr begegnet. Jetzt, glaube ich, Corona hat es ja nochmal ein bisschen mehr ausgemacht, weil dann durftest du ja eh nicht mehr mit so vielen Leuten da zusammenkommen. Na, hat es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen dann noch mehr ausgelöst quasi. Das ist aber ein interessantes Thema. So, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, was ist der zweite? Der zweite, wo ich ganz kurz überlegt habe, ist Ice Road und dann habe ich mir gedacht, ach komm, nee, es ist der Liam Neeson 0815 Scheißdreck, den du alle halbe Jahr kriegst. Oh ja, Ice Road, ich hatte ja schon das Glück, dass Michael nicht da ist, der hat das Glück nämlich auch. Wir durften den Film ja schon sehen. Ah, ja, der lief ja mal in der Sneak Preview gewesen, schon irgendwann im Juli, also das ist ja schon Ewigkeiten her, der wurde ja auch dreimal verschoben oder so ungefähr. Ist halt, ja, irgendwo im Bohr-Dingsbums geht irgendwas kaputt, die brauchen jetzt einen Bohrkern, um die Leute da aus dieser Höhle rauszuholen, bevor die halt alle irgendwie Sauerstoffmangel hops gehen. Und dann haben die halt so ein Team, was quasi diese Bohrköpfe jetzt transportieren soll. Der schnellste Weg ist halt eine Eisstraße. Und die Eisstraße ist eigentlich nicht mehr freigegeben, weil es schon zu warm geworden ist und die gesagt haben, okay, die ist nicht mehr safe. Und die sagen sich, nö, wir machen das trotzdem, wir riskieren das jetzt und fahren über diese Ice Road drüber. Und dann sind halt so ein, zwei Leute, also die fahren dann mit drei Trucks los und irgendwie sind da, also der Gesichtsausdruck von Liam Neeson auf diesem Bus, da finde ich schon mal grandios und der passt auch zum Film. Und wir haben auch später gesagt, Liam Neeson spielt halt seine Rolle. Es ist so, als würde er von einem Set zum nächsten Set rennen und der weiß schon gar nicht mehr, was für einen Film der jetzt eigentlich mitspielt, aber er spielt einfach seine Rolle. Lawrence Fishburne spielt auch noch kurz mit. Es ist so ein Film, alter Falter, die merkst du aber auch an, dass sie auch nicht so viel Kohle hatten. Also da gibt es eine Explosion. Am Anfang gibt es diese Explosion, wodurch das dann halt eingeschüttet sind dann die Leute. Ey, die sieht so mega billig CGI aus. Schon ganz schlecht. Ach du Scheiße. Ganz übel. Also ist noch nicht mal hochwertig produziert, weil das erwarte ich ja schon bei einem Liam Neeson-Film. Die sind zwar alle 0815, aber meistens ja noch halbwegs gut gemacht. Ey, und was auch nicht gut ist, keine Ahnung, wen sie die Dialoge gegeben haben, irgendwelchen Praktikanten oder sowas, aber das klingt alles so dumm. Es ist alles mega schlecht dumm runter erzählt. Oh, ja, tut mir leid. Habe ich dich falsch beschuldigt? Keine Ahnung, also irgendwie so ganz dumme Sätze, also mega dumm. Gut. Und das macht auch alles keinen Sinn. Also da sind auch Logiklücken drin, wo du denkst, so, warum macht der das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder du hast eine Szene, da geht eine Dynamitstange hoch. Du stehst also quasi bei der Truppe mit dieser Dynamitstange, macht puff. Und einer guckt halt einen Rückspiegel quasi in diese Explosion an und so ein Feuerball, Junge! Also das ist halt echt übel. Also der Film ist sehr amüsant, aber unfreiwillig. Aber schon viel zu viel darüber erzählt. Weil wenn man Liam Neeson mag und Liam Neeson in seiner Rolle mag, die er in den letzten Jahren verkörpert, bitte geht rein, aber erwartet nicht das größte Actionfeuerwerk. Also ich muss echt sagen, ich finde das eigentlich schade, wohin sich Liam Neesons Karriere entwickelt hat. Ich fand ihn früher nämlich mal richtig cool. Aber er ist mittlerweile echt wie so ein Nicolas Cage, wo du den siehst und weißt schon, ja komm, brauchst dir gar nicht angucken, die Scheiße. Du weißt, welche Rolle er spielt. Ja. Seit 96 Hours irgendwie ist er in so eine Rolle gefangen. Ja. Ob er jetzt ein Flugzeug ist oder sonst wo ist, immer wieder dasselbe. Ich weiß noch, Nonstop habe ich sogar noch im Kino geguckt. Ja, stimmt. Und den fand ich schon nicht so geil. Und ich weiß noch, dass wir dann in der Sneak The Commuter gesehen haben. Und The Commuter war dann halt auch echt so, dass ich mir so dachte, so Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also der Film hat wirklich vorne und hinten nicht gestimmt. Der hat im Trailer so getan, als wäre er irgendwie mega der Actionfilm. Dabei war es dann irgendwie so ein Thriller. Aber es wurde auch null aufgelöst im Prinzip. Also es war in meinen Augen wirklich scheiße von vorne bis hinten. Ja, also Liam Neeson, tut mir leid, er rutscht leider ein bisschen ab. Der muss mal wieder aus seiner Rolle raus und was anderes machen. Ja, das wäre gut. Nicht wieder diesen, ja, Bad Boy, allein Durchgang, ich mache jetzt, ich rette die Welt.
den Scheiß halt, oder ich. Ja, das ist gut. Wen ich noch so ein bisschen mir näher angeguckt habe, weil ich das Thema interessant fand, ist Auf alles, was uns glücklich macht. Das ist ein italienischer Film und es geht einfach um vier Freunde, die halt in der Kindheit unzertrennlich waren und jetzt hast du halt so eine Zeitschleife mehr oder weniger drin. Du siehst halt immer diese ganzen Bilder oder was sie gemacht haben, jetzt hier über 40 Jahre halt. Und sowas mag ich halt, wenn du so die Veränderungen siehst. Okay, wie haben sie sich entwickelt? Wie sind sie zusammengekommen? Was ist da passiert? Höhen und Tiefen quasi des Lebens. Und das gefällt mir eigentlich so, dass man so ein bisschen sieht, okay, was passiert denn alles so alles? Man denkt immer so, ja, Leben, stinkt langweilig, passiert eh nie was. Aber wenn man so ein bisschen rückblickt, passiert halt doch ein bisschen was. Ich habe einen Trailer angeguckt, der hat mich jetzt nicht 100% überzeugen können, aber auch nicht abschrecken können. Also würde ich jetzt nicht ins Kino gehen, aber wenn er irgendwo auf dem Streamingdienst ist, würde ich mal reinschauen. Also irgendwie war es bei mir so, ich habe den Text gelesen und musste an Forrest Gump denken und habe mir jetzt irgendwie da sowas drunter vorgestellt wie Forrest Freundesgruppe, weißt du? So die Geschichte Italiens von den 80ern bis heute und deren Leben ist damit irgendwie verbunden. Ist schwierig, kann ich nicht beurteilen, weil ich Forrest Gump nicht gesehen habe. Immer noch Ah, nicht. Junge. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Wird mal Zeit. Ja. So, wollen wir den Rest mal schnell Ja, komm, durchgehen? wir ziehen durch. Ja, ziehen wir durch. Jetzt hätten wir da noch anzubieten: Boss Baby, Schluss mit Kindergarten. Der zweite Teil der Boss Baby-Reihe. Ich wusste nicht mal, dass es überhaupt einen zweiten Teil gibt bis jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, worum es überhaupt in der ersten geht. Es geht halt um einen Animationsfilm mit Kindern, die eigentlich älter sind, aber jetzt wieder als Kind irgendwie da durch die Gegend wandern und irgendwelchen Krempel machen. Da ist irgendwie so ein Bösewicht und den wollen sie jetzt irgendwie Dr. Armstrong, gesprochen von Jeff Goldblum. Und die wollen denen jetzt das Handwerk legen. So, fertig. Also, wer den ersten mag, macht wahrscheinlich mit dem zweiten nichts verkehrt. Wer den ersten nicht kennt, ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ich kenne den ersten nicht, weil ich das schon beim ersten im Trailer zu blöd fand, um mir das anzugucken. Ganz ehrlich, ich finde das Poster schon so blöd. Ja. Nach dem Poster würde ich nicht sagen, so, oh, sieht aber interessant aus, sondern einfach nur so, was ist denn das? Was ist denn das jetzt wieder für ein Krempel hier? Gilt übrigens in meinen Augen auch für Es ist nur eine Phase, Hase. Weil wenn ich da das Poster sehe, denke ich mir auch so, Alter, auf gar keinen Fall. Gut, gehen wir direkt zu, es ist nur eine Phase, also. Den Film fand ich nicht gut. Durfte ich nämlich auch schon sehen. Letzten Montag. Und ich fand ihn halt echt nicht gut. Es ist so, ah, Christoph Maria Herbst, okay, spielt halt einen Midlife-Crisis-Typen, der Probleme, naja, was heißt Probleme? Also, da merkst du halt schon, die Beziehung bei denen ist schon ein bisschen eingefahren und er, sie ist damit nicht zufrieden, sucht sich halt einen anderen Typen und er denkt sich auch irgendwie einen Krempel aus. Es ist, weiß nicht, es war so sehr häufig irgendwelche Fremdschirm-Momente drin, wo ich mir denke, so, ach nee, echt, jetzt macht er das jetzt auch noch. Und was macht das überhaupt für einen Sinn? Das ist, also ich fand ihn nicht gut. Vielleicht ist Überrascht das mich Buch jetzt besser, aber der nicht. Film fand ich jetzt nicht so geil. Ja, Obwohl auch einige gesagt haben, oh, der war mega lustig, aber ich, ist nicht mein Humor gewesen. das Ding schreit doch schon, hallo, ich bin eine deutsche 0815-Komödie. Ja, dann schmeißen wir noch Jürgen Vogel mit Ja, rein und dann wird alles gut. das habe ich auch schon gedacht, Jürgen Vogel. Ich glaube, mich würde es nicht wundern, wenn er bei diesem furchtbaren Film, wie hieß denn der mit Heiner Lauterbach, Es ist zu deinem Besten. Ich habe das Gefühl, da hieß er auch schon Theo. Der Jürgen Vogel. Keine Ahnung, vielleicht ist da überall nur noch Theo. Aber ey, ganz ehrlich, bei Jürgen Vogel habe ich auch das Gefühl, der spielt immer wieder dieselbe Rolle, oder? Ja, Am auf jeden meistens so Fall. dieser Best Buddy, der irgendwie ein bisschen strange drauf ist und dann irgendwelche Tipps von sich gibt. Ja, so ist es. Ja, ist er da auch wieder. Also, der spielt auch nur noch eine Rolle. Also interessiert mich null. Ah, nee. Ich hab schon gesehen und nochmal brauche ich ihn definitiv nicht. Dann, wo wir über Dokus gesprochen haben, wir haben noch eine, und zwar Dear Future Children, wo es um drei junge Aktivistinnen geht, die halt in verschiedenen Ländern dafür kämpfen, ja, eine bessere Zukunft zu machen. Für die nächste Generation. Ich hab irgendwie das Gefühl, den haben wir auch schon mal irgendwo gehabt. Meinst du? Oder es kann auch Ja, sein, weil das Thema ständig da ist. kann auch Wir haben ja sein. ständig irgendwie so einen Film, wo irgendwelche Aktivisten irgendwas machen, um die Welt zu verbessern. Es ist jetzt kein neues Thema. Deswegen interessiert es mich jetzt gerade auch nicht, weil es irgendwie, man hat irgendwie so dieses Sättigungsgefühl, wo Ja. man denkt, ey, das hatten wir doch schon alles. Oder auch nochmal jetzt ein, vielleicht macht er jetzt andere Themen auf und es geht jetzt nicht um direkt Klimawandel oder sonst was, aber trotzdem, irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf die Scheiße.
Ja, ey, sorry, aber alle Ehre, dass junge Leute sich in der aktuellen Zeit so engagieren, aber ich habe echt keinen Bock, den 20. Film zu sehen über junge Leute, die sich politisch engagieren. Ey, engagieren, bitteschön, macht das alle, aber dreht keinen Film drüber. Engagieren ist nicht verkehrt, ist eine gute Idee, aber wir müssen ja jetzt nicht alles thematisieren. Das ist doch wie TikTok, oder? Der jeden Bullshit drauf postet und dann denkst du, ey Leute, was, das interessiert doch eigentlich keine Sau. Und trotzdem haben die 10.000 Klicks oder sowas. Wo ich mir denke, so, anscheinend interessiert es andere Leute zum 15.000. Mal, wie du jetzt dein Obst am besten schälst. Keine Ahnung. Komm. Und zwar endlich Tacheles, auch eine Dokumentation. Und zwar geht es um den Game Designer. Ja, keine Ahnung, wie man den ausspricht, die ein Spiel entwickelt über halt einen SS-Offizier und ein jüdisches Mädchen quasi als Hauptprotagonisten. Und er tut halt so die Erlebnisse von, jetzt muss ich kurz überlegen, seiner Großmutter. Genau, seine Großmutter, aber glaube ich auch von seinem Kumpel irgendwie ein Vorfahre halt, ja. So ein bisschen thematisieren. Ja, der nimmt also quasi Informationen von Freund und von seiner Großmutter auf und verarbeitet das so ein bisschen als Videospiel. Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, ob es dieses Spiel gibt und wie dieses Spiel heißt, aber ich habe es vergessen. Also ist jetzt nicht so mega uninteressant, aber ich kann mir halt wieder nicht vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, das Spiel ist ganz interessant. Ich frage mich, ob der Film über den Macher von diesem Spiel so spannend ist. Weil wenn ich mir vorstelle, ja, die werden wahrscheinlich zeigen, wie er am Computer sitzt und programmiert, dann irgendwie was seine Oma erzählt und was sein Kumpel da erzählt, also da muss ich mir ehrlich gesagt nicht 104 Minuten angucken. Ja, also es wird so eine Mischung sein aus, okay, Erzählungsberichten und tippel, 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 tippel. Okay, oder funktioniert was, keine Ahnung, ich habe mir auch keinen Trailer zu angeguckt, also. Deswegen kann ich das auch gar nicht so genau sagen. Okay, und wo wir schon dabei sind, machen wir die nächste Doku. Nämlich Lobster Soup. Soup? Soup. Soup, oder? Soup. Ja, der Soap, macht ja immer Hummersuppe, der gute Mann. Das ist Seife. Das ist, glaube ich, Seife. Es geht halt um ein Café, wo dann halt Leute zusammenkommen und relativ gechillt quasi über ihre Probleme und Alltag reden, oder? So habe ich das Gefühl. Irgendwo in Island halt. Also für mich klingt es auch so, da sitzen Isländer zusammen, saufen Hummersuppe und reden über Weltpolitik. So klingt das für mich. Ist das entspannteste Café der Welt, ja. Oh. Mal sehen, ob der Film dann genauso entspannt ist. Ich vermute eher recht langweilig. Weiß man nicht, kommt drauf an, was für Themen die machen. Naja, dann kommen wir zu einem Film für die Jugend. Die Schule der magischen Tiere. Ich habe meinen Trailer halb angesehen, danach habe ich nicht mehr ausgehalten. Und dieser Trailer fing an, wo ich mir dachte, so, was ist das? Das deutsche Harry Potter oder was? Da hat sie diesen Jungen gehabt und dann erschien dann auf diesem Spiegel die Nachricht, oh, sie wurden ausgewählt für die Schule der magischen Tiere. Wo ich mir denke, so, Alter, wart ihr jetzt auf Harry Potter oder was? Also, Ich muss dir strange. Ehrlich sagen, ich habe das Poster gesehen und habe mir dann gedacht, ja gut, den Text brauche ich gar nicht lesen und habe dann direkt weitergeguckt. Ja, es geht um Ida, die neue Stadt ist und keinen Anschluss findet. Es geht noch um den anderen, habe ich für den Namen vergessen. Benny, der auch eher ein Außenseiter ist und die kriegen dann diese magischen Tiere, sie den Fuchs, er die Schildkröte und dadurch werden sie dann halt jetzt Star der Schule, keine Ahnung, und werden wahrscheinlich lernen müssen, dass berühmt sein oder beliebt sein nicht alles ist. Irgend sowas. Oh, da treibt noch ein Dieb sein Unwesen, den tun sie natürlich mit den magischen Tieren auch noch irgendwie aufhalten. Ey, es klingt, aber ich habe nur den halben Trailer gesehen und dachte, okay, nee, das reicht mir jetzt. Als sie dann anfingen, so, ja, sie sind eingeladen in die magische Schule, da dachte ich mir so, okay, läuft. Also es ist eine Kinderbuchreihe. Reihe bedeutet ja schon mal, wir werden irgendwann dann auch den zweiten Teil sehen. Aber ganz ehrlich, wir sind nicht die Zielgruppe dafür. Ich denke mal, die es interessiert, also für die es interessant sein sollte. Ich glaube, für die ist es schon ganz nett. Aber nö, ich brauch's nicht. Und Sascha hat da irgendwas gemacht, wenn ich das Plakat hier so sehe. Aber was er gemacht hat, kann ich nicht erkennen. Aber wahrscheinlich Sascha, Titelsong. Sascha singt irgendwie einen Song oder spricht irgendeiner von den Viechern, ist doch egal. Es wird auch meistens so gemacht, dass die dann irgendwie noch auf ein Plakat draufschreiben, oh ja, der Song hat der und der, oder der wird gesprochen von den und den, um das nochmal interessanter zu machen, obwohl ich nicht weiß,
Ob ich jetzt sage, oh, Sascha singt den Titelsong, na, dann gehe ich aber rein. Eher nicht. Next. Dann haben wir Sie waren mal Stars. Da geht es um David und Halmer, die mal auf YouTube relativ bekannt waren. Mit irgendeiner YouTube-Serie Kreuzköln-Cops. Geiler Titel. Wird natürlich nichts mehr, die sind natürlich nicht mehr bekannt. Und jetzt versuchen sie irgendwie ihr Comeback-Projekt zu machen, wo aber irgendwie alles schief läuft, was nur schief laufen kann. Da haben wir keinen Trailer zu angeguckt, aber an sich würde es mich schon so halbwegs interessieren, was da alles jetzt bei denen kaputt geht. Ich meine, wir kennen das ja aus eigener Erfahrung, dass Technik manchmal ziemlich ein Arschloch sein kann. Ja, ich muss halt ehrlich sagen, eine deutsche Komödie, okay, der Text klingt mal nicht 0815, aber jetzt muss ich ehrlich sagen, wenn ich sehe, dass der Film nur 73 Minuten geht, habe ich schon wieder das Gefühl, die haben nichts zu erzählen. Die machen halt nur einen 5-minütigen Kurzfilm für irgendein Festival oder was weiß ich. Ja, Filmfest Schwerin wollen sie dahin. Hast du einen Trailer gesehen? Weil ich kann mir da echt schwer was drunter vorstellen. Nee, leider nicht. Aber ich glaube, bei den Trailer ist es dann eher so, dass du sagst, okay, klingt immer noch interessant. Oder ach du Scheiße, warum sollte ich mir das angucken? Also wenn der Trailer so ist wie das Plakat, denke ich eher nö. Weil das Plakat ist schon zierisch hässlich, muss man leider sagen. Ja. Und dann sind wir eigentlich auch schon beim letzten Film. Ja, würde ich auch so sehen. Nämlich Zimmer 212. In einer magischen Nacht. In einer magischen Nacht, ja. Die, ach Gott, das war das Ding gewesen, wo sie ein anderes Zimmer da zieht, also ein Hotelzimmer reinzieht, um quasi, von dort aus kann sie quasi die Wohnung sehen und keine Ahnung, bespitzelt sich jetzt selbst oder ihren Mann? Keine Ahnung, ey, das ist komisch. Ja, wobei ich fand das von der Idee her gar nicht so uninteressant. Also so einen Blick aufs eigene Leben zu werfen von außen, da scheint es ja irgendwie drum zu gehen. Ich habe dann halt gesehen Frankreich und dann habe ich mir gedacht, nee, also das ist wahrscheinlich dann 87 Minuten Langeweile. Und hab's mir dann geklemmt. Aber die Idee an sich finde ich eigentlich ganz charmant. Ja, ich weiß nicht, das wirkt ein bisschen komisch eigentlich, aber naja. Also ich bräuchte ihn jetzt nicht. Es ist nicht nur Frankreich, sondern Frankreich, Belgien, Luxemburg. Was die drei jetzt zusammentreiben, keine Ahnung. Also, da gab's, ich weiß nicht, ob die anderen beiden Länder das jetzt besser macht, aber überall ein bisschen Frankreich Filmförderung alleine abgegriffen. Ja, möglich, möglich. Ja, also so viele gibt es auch diese Woche gar nicht. Wir sind nämlich schon durch. Es gibt ein paar coole Filme, wo ich sage, ey, geil, also Last Duel werde ich mir auf jeden Fall angucken. Resistance weiß ich gar nicht, ob er bei uns läuft. Ich hoffe es. Und der Rest ist so, ja, okay. Na, ist jetzt für die Zielgruppe wahrscheinlich nicht verkehrt, aber das spricht mich jetzt nicht 100% an. Ice Road brauche ich nicht, den habe ich schon gesehen. Genau wie Ist es nur eine Phase, also brauche ich auch nicht, den habe ich auch schon gesehen. Weiß nicht. Ja, wie gesagt, es war irgendwie für jeden irgendwie so ein bisschen was dabei, aber nichts Großartiges. Ich bin tatsächlich am meisten gespannt auf Supernova, aber ja, Last Duel ist bestimmt auch geil. Also, da gab es bestimmt auch ordentlich Kohle. Ich glaube, Ridley Scott ist immer noch ein Name und kann immer noch hochwertige Sachen produzieren. Der Cast alleine spricht ja schon dafür. Sag mal, haben Matt Damon und Ben Affleck haben aber nicht zufällig das Drehbuch geschrieben, oder? Das kann ich dir gerade gar nicht so sagen. Kann ich zwar rausfinden, aber ich glaube nicht. Meinst du, die haben auch noch das Drehbuch dazu geschrieben? Ja, weil das wäre natürlich ein sehr gutes Zeichen. Sind das Drehbuchschreiber mittlerweile? Es gibt ja sehr viele Schauspieler, die irgendwann angefangen haben, selbst Regie zu führen oder die Drehbücher zu schreiben. Die beiden haben doch mit ihrem ersten selber geschriebenen Film den Oscar gewonnen. Das habe ich schon wieder verdrängt. Good Will Hunting, mein Lieber. Kenne ich den? Weil muss ich kurz überlegen, ob ich den kenne. Good Will Hunting. Jetzt überlege ich nochmal. Ich weiß nicht. Es kann sein, dass ich den nicht gesehen habe. Habe ich den? Ey, wir haben den gesehen. Habe ich den gesehen? Ja, doch, Mann. Wir haben den gesehen. Wo Matt Damon dieser geniale Typ ist, der aber so ein bisschen schwierig ist und auf dem Bau arbeitet. Und Robin Williams, ne? Ja. Den mochte ich ja sehr. Oh. Du hast den ja absolut abgefallen. Ich fand ihn okay.
Ja, scheiße, wo kriege ich jetzt die Info her? Dazu? Ich hab die Info schon gefunden. Drehbuch, Ben Ach so, hast du Affleck, schon? Matt Damon und Nicole Holofcener. Okay. Ja, okay. Ja. Ja, okay, es spricht ja auch noch mal ein bisschen mehr für den Film ein. Ja, tatsächlich. Aber hat Ben Affleck bei Good Will Hunting nicht nur so eine kleine Nebenrolle gehabt? War er nicht der komische Kumpel da, der ab und zu mal aufgetaucht ist? Ja, aber er hat halt auch das Drehbuch geschrieben. Ja, okay. Ja, nee, also ich glaube, Last Duel ist diese Woche meine Nummer 1, deine Nummer 2. Wir gucken es trotzdem an und das wird ein cooles Ding. Ja. Ihr habt natürlich jetzt auch noch die Möglichkeit, unten reinzuschreiben, ey, welchen von diesen 15 Filmen würdet ihr denn jetzt hier sagen, ey, das ist jetzt mein Film der Woche, den würde ich unbedingt sehen, oder eure Top 3 könnt ihr auch ganz gerne reinschreiben. Und ja, es wäre sehr interessant zu wissen. Vielleicht habt ihr andere Meinungen wie wir und dann gucken wir uns das mal an. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder zu den Filmstarts für den 21. Oktober. Auch es geht so langsam auf die Weihnachtszeit zu. Da können jetzt die ganzen Weihnachtsfilme, das wird großartig. Ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Geht ins Kino, habt Spaß und dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.